Die AfD im 7. Umfragehimmel. Sie sieht sich auf dem Weg an die Macht. Bundesweit sind wir bei 22%. Die Zukunft von Deutschland ist blau. Doch wie sähe es aus, das alternative Deutschland der Alternative für Deutschland? Ihr 7 Jahre altes Grundsatzprogramm beginnt mit den Worten: Wir sind Liberale und Konservative. Bürgerlich-liberal-konservativ, was heißt das denn? Ich würde sagen Unsinn, aber es gibt Leute, die nehmen das ernst. Maximilian Krah, der Spitzenkandidat für die Europawahl, hat anderes im Sinn, will das Land radikal umbauen und hat in seiner Partei die Mächtigen allesamt hinter sich. Maximilian Krah ist ein verdientes Bundesvorstandsmitglied. Er wird von der Partei getragen. Es ist eine Kombination aus Bildung, aus Intelligenz, aus rednerischer Eloquenz und ist der geeignete Mann. Politik von rechts. Krah hat aufgeschrieben, wohin er mit der AfD, mit diesem Land hin will. Fundament für eine andere Gesellschaft, die er ausbuchstabiert bis ins Private hier auf TikTok. Schau keine Pornos. Wähl nicht die Grünen. Echte Männer sind rechts. Echte Männer haben Ideale. Echte Männer sind Patrioten. Dann klappt's auch mit der Freundin. Ratschläge für Männer, wie Krah sie sich wünscht. Bei Frauen geht es ihm darum, die, Zitat, Wertschätzung der Mutterschaft zu betonen. Priorität, Nachwuchs schaffen. Krah ist klar gegen Abtreibung und Frau hat ihren Platz. Die europäische Frau ist Partnerin. Krah wünscht sich starke Frauen, die durchaus auch arbeiten können, aber gemäß ihrer biologischen Möglichkeiten. Die Glockenkurve der IQ-Verteilung bei Frauen ist schmaler. Es gibt also weniger gering, aber auch weniger hochbegabte als bei den Männern. Weshalb es keine Frauendiskriminierung ist, dass es weniger Frauen unter Nobelpreisträgern, Mathematikprofessoren oder DAX-Vorständen gibt. Frauen seltener hochintelligent als Männer und daher für Spitzenjobs in Wissenschaft und Wirtschaft weniger geeignet? In der AfD kann Mann diesem Befund was abgewinnen. Sollte das so sein, dann ist es eben so. Es gibt halt manche biologischen Sachen, die man ändern kann. Wenn es so ist, dann ist es eben so. Also, dass die Frau sozusagen auch in der Rolle der Partnerin vor allem aufgeht? Es ist ja biologisch so gegeben worden. Also, was soll ich daran ändern? Der Kampf für Frauenrechte, linker Feminismus, für Krah Teil des eigentlichen Problems. Er hat einen Hauptfeind ausgemacht. Wen? Da die Wokeness genuin westlich ist, steht der Feind nicht außerhalb. Nicht Russland, nicht China, nicht die islamische Welt bedrohen unsere Existenz. Auch sie agieren letztlich defensiv gegen den universalen Machtanspruch des woken Westens. Der Westen als Feind? Auch bei den Landtagswahlen in Hessen und Bayern treten auf vorderen Plätzen Krah-Unterstützer an, wie er gegen ein ganzes Wertemodell. Können Sie das so sagen, dass der Liberale, die Wokeness des Westens, dass das der Hauptfeind ist, gegen den es anzutreten gilt? Naja, wenn ich mir die Ausprägungen und die Auswüchse vor allen Dingen ansehe, dann muss ich sagen, klares Ja. Der Weg, den wir bestreiten, unter den Vorzeichen des Liberalismus, ist ganz klar abwärts gerichtet. Im Kampf gegen den Feind, den liberalen Westen, sucht sich die AfD in der Welt Verbündete, bei denen die sich dem Globalismus entgegenstellen und damit potenzielle Partner sind. Saudi-Arabien unter anderem. Das sind ja nun auch Staaten, teilweise auch islamisch geprägte Staaten, die eine gewisse Verankerung von konservativen Werten haben. Und da sind wir schon wieder relativ nah. Krah diskutiert seine Ideen auf seinem YouTube-Kanal. Der stellvertretende AfD-Chef in Sachsen-Anhalt erklärte hier Russland zum Vorbild, wenn es um Werte geht. Wenn es eine Renaissance Europas geben soll, dann könnte sich Europa doch am russischen Wertekorsett wieder aufrichten. Wenn man allein schon Putin als Präsidenten ansieht und Biden, wenn man diese Typen vergleicht, ja, ein echter Kerl, ein richtiger Mann mit gesunden Wertegerüst und da eine giftige alte Kröte, ja. Putin, ein gesundes Wertegerüst. Womöglich innenpolitisch Vorbild bei der Unterdrückung sexueller Minderheiten? Hier fordert ein AfD-Bundesvorstandsmitglied das Verbot des Christopher Street Days. Für sie zur Schaustellung sexueller Obszönitäten. Dann würde ich lieber sagen, ja, den russischen Weg, eben solche Organisationen fernzuhalten. Homo-Schwulen-Verbände, was weiß ich was. Da alles dahinter steckt, hinter dieser Ideologie. Der russische Weg beim Umgang mit sexuellen Minderheiten.
wenn man irgendwas Verbotenes tut, muss man damit rechnen, dass eben die Polizei kommt, sagen wir mal so. Was für einen Staat will Kra? Um die Ordnung aufrechtzuerhalten, brauche es eine repressive Staatsgewalt. Menschenrechte sollen nicht mehr absolut, sondern im Kontext der Gesellschaft definiert werden. Die Verfassung soll sich im Zweifel dem Volkswillen beugen. Menschenrechte und Verfassung. Damit beschäftigt sich Dieter Gosewinkel seit Jahrzehnten. In den letzten Wochen auch damit, was Kra damit vorhat. Der Menschenwürdegrundsatz des Grundgesetzes ist ein zutiefst universalistischer. Er will ihn uminterpretieren. Wer in dieser Gesellschaft anders lebt, liebt und aussieht, läuft Gefahr, in einer Staats- und Gesellschaftsordnung nach Maximilian Kra Schwierigkeiten, Probleme bis hin zu Diskriminierung und äußerstenfalls auch Ausschluss zu erleben. In Kras repressivem Staat soll der Nationalstolz aufblühen. Mahnende Erinnerungen an die Verbrechen des Nationalsozialismus haben keinen Platz. Unsere Vorfahren waren keine Verbrecher. Wir haben allen Grund, stolz auf unser Land zu sein. Kras Vorstellungen für Deutschland sind in der AfD mehrheitsfähig. Ihm machen sie Angst. Norbert Kleinwächter, stellvertretender Fraktionschef der AfD, ist in der Partei weitgehend isoliert. Sein Urteil zu Kras Buch für ihn fällt Politik von rechts hinter die Errungenschaften der Aufklärung zurück und erschafft nichts anderes als einen brutalen Führer- und Gewaltstaat. Ich jedenfalls will den Praxistest seiner Ansichten in Deutschland niemals erleben müssen. Den Praxistest für ein rechtes, blaues Deutschland. Entworfen im Manifest des eigenen AfD-Parteifreunds.